Hallo Leute, was geht? Dazu1005 hier mit Let's Play Spyro 2 und dem Magma Kegel. Nachdem wir das letzte Mal Bruchhügel fast abgeschlossen haben, nur noch eine Kugel fehlt, die wir allerdings erst mit der neuen Fähigkeit, die wir in der dritten Welt erlernen, machen können. Schauen wir uns das Intro von Magma Kegel an. Scheiß-Laberbrocken. So, wir starten hier auf irgendeinem Vorsprung, warum auch immer. Hallo Spyro, du bist bestimmt wegen der Party hier. Aber ich fürchte, dass sie ausfällt, weil die dummen Erdwürmer den Vulkan angefacht haben. Scheiß Sprachfehler. Naja, unser netter Drache heißt doch nicht Spyro. Oh Mann, diese Vergewaltigung. Naja, okay. Ja, es geht mal wieder um Erdwürmer, wer das nur erwartet. Und meine lustigen Sprengfläschchen, yay! Sind auch wieder mit dabei. Omnom. So, die kann man so erledigen. Und so. Die sollte man möglichst auf die Ixel bringen. Zum Beispiel so. Und dann erledigen unsere netten Kumpels den Rest. So, da haben wir wieder ein bisschen Zeug. Fläschchen. Schnecken. So. Hier schaut's nach Lava und heiß und so aus. Dum, tudum, tudum, tudum. Dann haben wir hier Edelsteine und eine Kletterleiter. Nein, 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 nein. Lasst mich runter. Danke. So. So, dann können wir eigentlich gleich mal zu diesem... Da hat wieder irgendeiner mit Zeug geschmissen. Warum auch immer. Ich wollte eigentlich hinaus, darauf hinaus, dass wir jetzt hier weitergehen können und uns noch die restlichen Edelsteine hier holen. Mein lustiges Sprengfläschchen anzünden. Genau wie das hier. Die Fläschchen kaputt machen und die Schnecke noch grillen. Dumti, 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 dum. Jetzt haben wir da oben irgendwo noch einen Edelstein gehatten. Hier. Den nehmen wir natürlich auch noch mit. Ansonsten muss ich mich nochmal hier runterfallen lassen, zwecks den Edelsteinen. Hier ist auch noch eine Leiter. Die ist auch noch für was gut. Jetzt bin ich gerade am Überlegen, aber das machen wir jetzt derweil noch nicht. Das ist ein Schmarrn. So. Na wohl. Ach nö. Ach doch, ach nö, ach doch, ach nö. Ach doch, wir machen es gleich. Ach Gott, ach Gott. So, hier drauf, dann kann man hier hochklettern und kommt dann da in irgendein geheimes Rondell hinein, wo man sich aus irgendwelchen Gründen runterfallen lassen kann. Dann kommt man hier in eine Geheimhöhle, wo der gute Jäger schon auf uns wartet. Das ist cool. Hey Spyro, guck dir diese coole Höhle an, die ich gefunden habe. Lass uns ein kleines Spiel spielen. Hier fliegen immer Popcornkristalle aus der Erde. Wer als erster 10 davon fängt, hat gewonnen. Welcher bitte von den Entwicklern ist auf Popcornkristalle gekommen? Zu geil. Sag Bescheid, wenn du soweit bist. Los geht's, 10 Kristalle. Geht prinzipiell eigentlich relativ einfach. Man muss schauen, wo es hier so zischt, sag ich mal. Und dann kommen die Popcorn-Kristalle genau dort aus der Erde. Zum Beispiel jetzt hier. Popcorn. Den schaffen wir, den schaffen wir. So. Moment, Moment, Moment. Zack. Nee, den nicht. Den habe ich. Den bekomme ich. Nein, doch nicht, scheiße. Den kriege ich. Nein, kriege ich doch nicht, scheiße. Aber den. 10. Okay, du hast gewonnen. Hier hast du eine Kugel. Vielen Dank, Jäger.
Ich gebe dir noch eine Kugel, wenn du mich nochmal schlägst. Spielen wir diesmal bis 15. Was hältst du davon? Kein Problem. Sag Bescheid, wenn du... Ja, das ist schon ein bisschen schwieriger, aber wir schaffen das. Die Kristalle poppen jetzt vor allem schneller auf, aus irgendwelchen Gründen, keine Ahnung warum. Und Jäger ist auch fixer, habe ich das Gefühl immer. Man muss schon schauen, dass man rumkommt, sagen wir es mal so. Denn er ist nicht zimperlich. Er gibt auch sein Bestes. Aus irgendwelchen Gründen. So, da kommt einer raus. Und dann hier. Popcorn-Kristalle. Oh Mann. Ha! Moment, Moment. Alter, ist der gut. Hier. Hier. Moment. Uno Momenti Tutti. Hier. Ach Gott, scheiße. Du bist ganz schön schnell, aber... Ja, aber nicht so schnell wie ich. Wir versuchen es nochmal, Jäger. Er ist... Also bei dem zweiten Mal geht er übel ab. Also da muss man wirklich schauen. Dass man hier rumkommt, das ist schon übel. Da geht er wirklich ab, der Jäger. Also das muss man ihm lassen. Da lässt er sich nicht lumpen. Der alte Porno-Verrückt-Domain. So, dann kommt hier einer raus, den ich nicht habe. Halt, hier. Und hier. Und hier nicht. Ah, scheiße. Also wenn ich so weitermache, schaffe ich es nicht. Da hinten war einer, oder? Ach, Kacke, jetzt ist mein Vorsprung wieder weg, Mann. Mist. Ich dreh durch heute. Und hier. Nein, 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 ach Mann, das gibt's doch nicht, nochmal Jäger, ich will's, ich brauch's hart und dreckig, scheiße, aus irgendwelchen Gründen mag mich das Spiel heute mal wieder nicht, kann man leider nichts dran ändern, so, ach, irgendwie kommen die auch blöd raus, die Kristalle, Popcorn. So, hier. Vor allem, dass die nur rauskommen, wenn wir so ein Spiel starten. Man weiß es nicht. Hier kommt einer. Hier. Hier, hier, hier. 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 Na komm schon! Danke! Du bist echt gut! Bah. Ich muss mir schwierigere Spiele ausdenken. Mhm. Nimm jetzt mal diese Kugel. Du hast sie dir verdient, denke ich. Vielen Dank, Jäger. Das war das Spiel um die Popcorn-Kristalle. ich find's zu geil. Es ist eine klasse Idee. Sowas da einzubauen, vor allem der Name. Wer kommt bitte auf Popcorn-Kristalle? Ich hab keinen Plan. Aber gut, das soll uns jetzt erstmal prinzipiell bewusst sein. Oder auch Käse, je nachdem. Da läuft ein Erdwurm. Alter. Jetzt verstehe ich, warum die Erdwürmer heißen. Die interessieren sich für Feuer, nicht die Bohne. Alter, was ist mit dem? Das ist ja furchtbar. Drehst du durch? Mhm. So. Ruhe. Heieieiei. So. Okay. Jetzt muss ich mal gucken. Könnte so prinzipiell gehen. Ja. Zündung! Oh, da kommen wieder viele Edelsteine raus.
Ja. Einmal Presslufthammer bitte. Tut. So, und dann haben wir hier einmal, sind wir einmal rumgelaufen. Und dann geht's prinzipiell hier nicht in die Lava. Oh Mann. Sehr gut, Atze. Darfst du den Weg nochmal laufen? Wunderschön. Gut gemacht. Gut, gut. Muss ich schon mal sagen. Eigentlich wollte ich nur hier runter und mir die restlichen Edelsteine überholen. Das war eigentlich mein ganzer Gedanke dabei. Aber das hat mal wieder nicht funktioniert. Wer hätte das nur erwartet? Ich jetzt. Ach, jetzt bin ich wieder hier. Wurscht. Rüst. Lass mich runter. Also irgendwie mag ich die Leiter nicht. Das ist irgendwie hassmäßig. Und die Kamera mag heute auch nicht wieder. Auch nicht so, wie ich wollte ich sagen. Bla 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 bla. Gut. Hier rüber und dann hier runter. Dann, oh, nicht runterfallen, sondern hier unseren lieben Geldsack begrüßen, der uns wahrscheinlich wieder überhaupt nicht Geld abnehmen will. So, ein Leben und da drüben sind nochmal zwei. Die wollen wir natürlich. Oder drei, ach, guter Gott. Eins, zwei, drei. Schön. So, hallo. Holla, wenn das nicht mein bester Kunde ist. Hm. Der Fahrstuhl nebenan bringt dich zum Vulkan. Für eine einmalige Gebühr von ein paar Edelsteinen erhältst du unbegrenztes Nutzungsrecht. 200, na dann. Es ist eine Freude, mit dir Geschäfte zu machen. Besteig den Fahrstuhl. Er bringt dich nach unten. Wenn du wieder hoch willst, steig einfach wieder rein. Geht klar. Und schon ist man 200 Edelsteine ärmer. Und Geldsack hat eigentlich nichts gemacht. Ich liebe es. Naja, okay. Man muss hier nicht warten. Man kann hier jetzt einfach so runterspringen. Dann geht das Ganze ein bisschen fixer. Wenn man hochfahren will, muss man natürlich abwarten. Aber das interessiert mich jetzt relativ wenig. So, das ist jetzt hier die Vulkangegend. Wir müssen jetzt erstmal zu der Spitze des Vulkans. Der Rest soll uns prinzipiell erstmal wurscht sein. Da werden wir dann noch genügend zu tun haben. Hier geht es jetzt darum, einfach von Leiter zu springen und sich möglichst von diesen Brocken nicht treffen zu lassen, denn sonst fliegt man da ganz schnell wieder runter. So, da muss ich jetzt erstmal hier ein Stück höher und dann mich hier wieder hinhängen. So, und dann kommt man jetzt normalerweise gleich auf eine Leiter. Genau, das sind diese zwei Leitern. Da kommt jetzt immer abwechselnd hier und hier ein Brocken. Man muss einfach bis hoch kommen und darf halt nicht getroffen werden. Und dann geht hier der Deckel zu und das Problem ist erledigt. Danke, dass du den Deckel des Vulkans zugemacht hast, Spyro. Es wurde hier etwas zu heiß. Hier ist übrigens ein Talisman, den ich für die Party aufgehoben hatte. Doch, du bedienst ihn mehr, finde ich. Dankeschön. So, und jetzt fehlt uns eigentlich nur noch eine Geschichte, und zwar hier in dieser Region des Magma-Kegels. Da unten ist nämlich ein Super-Powerpunkt. Ein Super-Flug-Powerpunkt, um genau zu sein. Wir reden mit ihm. Hey, Spyro, du kommst gerade rechtzeitig zur Party. Naja, das wäre so, wenn die üblen Lavamonster nicht unsere Hüte gestohlen hätten. Es ist doch nicht dasselbe ohne Partyhüte. Tja, die Lavamonster pusten wir für dich weg. Die tauchen jetzt überall auf. Und ja, wir nehmen uns den Flugpowerpunkt, den Superflugpowerpunkt. Man muss jetzt hier diese Lavabrocken einsammeln. Und mit denen kann man dann diese lustigen Lavamonster abknallen. Man sollte sich auch möglichst von denen nicht treffen lassen. Die spucken nämlich ziemlich gern oder mit ihrer komischen Party-Triller-Pfeife hier. Stehe ich eigentlich weniger drauf. So. Was ist hier? Omnom? Omnom. So. Danke. So, man muss bloß immer auch auf den Flugpowerpunkt mit achten. Das holen wir auch mal mit runter. Denn das wird jetzt gleich zur Neige gehen. Na, wo ist mein Powerpunkt? Da nicht, da ist er. Lass mal hier nochmal kurz durchfliegen, bevor wir eine nächste Runde starten.
Sonst stürzen wir hier nämlich noch ab. Das brauche ich nicht unbedingt. Plumps. Na wie? Ja, genau das meinte ich. Sehr schön. Sturzflug. So, und da oben ist einer. Bams. Aha. So, jetzt brauchen wir nochmal Powerpunkt. Das ist eigentlich nicht schwer an sich. Man muss halt ein bisschen rumfliegen. Es geht ja im Prinzip auch nicht auf Zeit, weil ich kann ja mir den Powerpunkt ständig neu holen. Also von dem her... Eigentlich ist es... Ah, da ist noch einer. Eigentlich ist es nicht schwer. Es ist halt eine kleine Fliegeschichte, mein Gott. Ein bisschen Zielübung. Aber ansonsten nicht der Rede wert, sondern muss so... So, und hier war, glaube ich, noch irgendwo einer. So, und jetzt ist da unten irgendwo noch einer und dann haben wir es schon. Irgendwo. Wo ist er denn, der Minion? Hier. Tot. Danke, Spyro. Du hast die Party gerettet. Hier, das ist unter die Käsebällchen geraten. Und ich hätte mir fast einen Zahn dran ausgebissen. Kugeln sind ziemlich hart, das glaube ich gern. Danke. Gut, dann holen wir uns noch schnell die Edelsteine, die hier rumliegen. Und dann müssen wir es soweit eigentlich auch haben. Ne, hier oben nicht. Noch ein Leben, yay! Ah, und damit haben wir es. Wunderprächtig, wunderschön. So, wo ist mein Ziel? Da oben. Ach, da komme ich so wieder nicht hoch. Scheiße. Allerdings können wir dann, wenn wir von hier nochmal starten, dann da hoch. Kein Thema, gerade so. Gut, Magma-Kegel damit erledigt. Die Party ist gerettet. Ah ja. Also wenn das lustig... naja. Manche Leute sind einfach gut drauf. Sozusagen. Ja, was haben wir denn eigentlich als nächstes? Müsste als nächstes eigentlich der Eisring kommen? Da freue ich mich eigentlich drauf. Der Eisring ist schön. Und dann... Ne, Moment. Hier haben wir jetzt noch die schattige Oase und dann kommt der Eisring. Und dann haben wir es auch schon. Moment mal, die schattige Oase ist der letzte Talisman. Ja, und dann können wir schon gegen Schluck kämpfen. Ach, schön. Dann würde ich trotzdem sagen, wir machen das nächste Mal zuerst den Eisring. Und dann können wir direkt nach der schattigen Oase den Schluck fertig machen. Auf jeden Fall, wenn es euch gefallen hat, bitte kommentieren, abonnieren. Wenn ihr möchtet, auch gut bewerten. Oder auch nicht, bla bla. Ansonsten bin ich der AC105 und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es heißt Let's Play Spyro 2. Bis denn und ciao ciao.